mich irgendwelche kleinen Piss-Rapper, die ganz klein sind, einfach dissen. Das sieht für mich so scheiße aus alles, das ist ja peinlich. Wenn ich jemanden disse, dann ist das Bushido und dann mache ich den weg. Aber ich habe doch nicht 15 Jahre gerappt, dass ich jetzt jeden disse, der auf einmal von irgendeinem Loch kommt. Also Leute, muss man das Maul stopfen. Wir sind nicht konsequent genug, Leute haben keinen Respekt. Und das muss man ändern, weil es kommt immer mehr. Und mit jedem Tag, wo der kleine Junge da, Samariter, im Internet gegen mich schießt, geht der Respekt runter, weil es kriegen ja alle Leute mit. Felix Martin, Andreas Matthias Blume. Identität, Schwierigkeiten seit der Schule. Opfer. Mutter zieht ihren Junge ganz alleine hoch. Alleine. Vater hängt gegen Wurm auf Koks. Kokain. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aus Felix wurde Toni und das Gramm für Gramm. Toni. Mittlerweile glaub ich wirklich, du bist krank. Krank. Zedda macht sich Sorgen und verliert ihren Verstand. Ja. Verrätst deine Brüder, fällst ihnen in den Rücken. Dein Kopf gehört den Adams, du lässt dich jetzt schützen. Schütz. Vanieren hatte da doch kenn ich aus mit Brüchen. Brüchen. Menschen sind käuflich, deshalb häng ich nur mit Füchsen. Bra. Du bist kein Halbkanadier. Du bist ein Kalbkanadier. Das bist du. Dein Manager ist nur ein Popsänger. Popsänger. Freunde, teilst du so wie Brock Lesnar. Ja. Was ist denn los, Felix? Erheb nicht den Ton, Felix. Oh. Das hier ist Omega. Ich kämpf für mein Brot, Felix. Ich komm dich holen, Felix. Schieß dich auf den Mond, Felix. Auf den Mond. Bald bist du unten und ich oben, Felix. Oh. Du kannst dir sicher sein, dass ich dir dein Ende bring. Bin sicher. Verpiss dich mit deinem Enterings. Oh. Warum reimt sich eigentlich Omega auf, Kollege? Ja. Du bist nur ein reicher Flowfehler. Wiederholst, egal hinter wem du dich versteckst, du weißt genau, was ich meine. Am Ende läuft es auf jeden Fall sowieso darauf hinaus, du und ich. Du hast es so gewollt. Jetzt hast du den selbsternannten halbkanadischen Boss an der Backe. Für viele Kids da draußen warst du ein Idol. Warst du? Erzähl doch mal von deiner Haartransplantation. Wo bleibt denn bitte jetzt die Dokumentation? Wo bleibt sie? Du bist doch sonst so offen, Felix, was ist los? 10 Jahre Ehe, Zedda hat die Hose an. Ich bin ein kleiner Junge, doch denk wie ein großer Mann. Gute Frauen lieben schlechte Männer. Schlechte Männer. Felix, du warst nicht gerecht zu Zedda. Nein. Mit Leonard Ball hast du ein Groupie, was die Schweinerei. Erzähl der Süßen die Wahrheit, wenn ihr alleine seid. Ja. Du bist kein Löwe, nur ein fremdgehender Ehemann. Hättest du auch deine Frau verkauft? Und ich weiß, viele da draußen fragen jetzt überhaupt nicht, um was es geht und fragen mich, was kümmerst du dich überhaupt um so einen Scheißboss? Aber für euch mal, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben, da hat der Jiggy vor 2-3 Wochen ein Video hochgeladen, das habt ihr alle mitbekommen, da fickt er irgendeine Frau und sagt, es ist die Mutter von Samariter. Das ist natürlich eine Grenze, die überschritten wird, hinter der ich überhaupt nicht stehen kann. Vor allem nicht, wenn dann noch das ist Alpha gerufen wird in dem Scheiß, ne? Ich hab Respekt vor deiner Legacy. Doch unterschätzt nicht meine Energie. Colin zahlt, weil nur so kann er mich unterdrücken. Cool. Doch Gott ist der Größte, wer soll dich beschützen? Ja. Vom Jäger zum Gejagten bis zum Lebensende Sklave. Der selbsternannte Boss betrügt Brüder um die Gage. Ich poliere gern Visagen, ja. Also zähl schon mal die Tage. Ja. Colin hat mit Anfang 30 Jahren keine Haare. Ja. Auf dich wartet nicht nur Admi oder Attila. Jugos. Time is money, ich zieh Fäden wie die Mafia. Omega 2 bedeutet Machtwechsel. Machtwechsel. Jetzt fühlst du dich wie ein Mafioso. Mafioso. Als ob du übelst drücken hättest, so wie Quasimodo. Du bist nicht Drake, Junge, mach nicht auf Kanadier. Du wirst von Parasiten überfallen, Malaria. Malaria. Peinlich ist, dass deine Haare nicht wachsen. Das ganze Test, du hast an Spuren hinterlassen. Hat es. Jeder weiß, dass du gar kein Kanake bist. Felix. Felix hängt Puls, da und drum im Artemis. Nur ein Schauspieler, so wie Al Pacino. Pacino. Auf mein angefasst haben. Jetzt gebe ich Ihnen die Chance zur Umkehr.
Taschen aus dem Weg, so wie Mock. Du bist nicht ein wie nach Crack und Schuche. Ich lass die Fotzen bluten wie nach einer Periode. Was für Einzelkorns, mach mir keinen auf Kari. Zeig doch mal die Sprachnotiz von Fari. Er hat dich da eiskalt von Kopf bis Fuß beleidigt. Und Kolle hat dich nicht mal 1% verteidigt. Dein Rapidol hat dich offiziell gesteinigt. Sogar deiner Mama bist du peinlich. Du bist kein Mann wie Pinocchio, nur ein Holzkopf. Ein kleiner, frecher, dicker Hund wie ein Rollmops. 7 Monate auf Flucht auf meine Kosten. Die hat dir dich ernährt, auf die hast du.